Hey Leute, ich habe heute mal ein bisschen was Besonderes vor in Rocket League und ihr müsst mir dann tatsächlich mal sagen, wie ihr das findet. Ihr kennt ja vielleicht von meinem Kanalbild die Pinguella. Das ist das kleine, süße Pinguinmädchen. Und ich möchte gerne in dieses Video testweise mal ein bisschen noch was reinbringen. Lasst euch mal überraschen. Ich versuche das alles mit reinzuschneiden, wie ich mir das denke. Und ich freue mich einfach mal auf euer Feedback, was ihr davon haltet, ob ihr das cool findet oder ob ihr sagt, boah, so ein Scheißdreck, was willst du damit? Ja. Ich mache jetzt gerade ein 3-on-3 Ranked in Rocket League und ja, was die Einschneidungen angeht, lasst euch überraschen. Wie gesagt, wäre cool, wenn ihr mir dann sagt, wie ihr es findet. Und wenn es euch hier natürlich auf meinem Kanal gefällt, wäre ein Abo richtig geil. Das ist hier auch kostenlos. Also keine Angst, ihr habt da keine Abogebühren. Also ihr werdet dadurch nicht arm und mir zeigt es einfach nur ein bisschen Feedback. Wer hier, wie viele Menschen halt sozusagen mögen, was ich hier tue, das ist immer ganz nett. So. Jetzt schauen wir hier mal, dass wir das auch. Oh Gott, daneben gesprungen. Er hat es gerettet. Ich hoffe, er kriegt. Ne, kriegt ihn nicht, aber. Oh Gott, den habe ich nicht gesehen. Oh shit, jetzt habe ich den weggekloppt. Oh, hat er gut gehalten. Gut gehalten, mein Freund. Der hat den Mut, die Truppe. Was hat er gesagt? Verstehe ich nicht. Oh Gott. Ja, der Space Cousin hat ein Tor gemacht. Leider. So, jetzt werdet ihr den ersten Einschnitt gesehen haben. Könnt mir ja gleich mal sagen, wie euch diese Situation bei einem Gegentor gefällt. Ich hoffe, wir spielen jetzt hier auch mal noch ein Tor irgendwie rein, damit. Oh Gott. Oh, ist nie wahr. War ja tatsächlich fast drin, ey. Man könnte sich ja aufregen, aber macht ja jeder. Und. Na, der sieht doch gut aus. Oh, perfekt! So, und da war sie nochmal, unsere kleine süße Pinguella. Ja, wenn euch das auch gefallen hat, oder schreibt mir da rein bei den Situationen, wenn wir ein Tor schreiben. Wie gesagt, einfach mal ein paar Comments da lassen, damit ich echt weiß, was ihr davon haltet. Ja, weil ich würde das dann, wenn es euch gefällt, immer wieder so mit verwenden. Der ist auch drinne. Oh, perfekt. Läuft doch mal wieder. 2 zu 1 für uns. Das ist definitiv ein guter Schuss wert. Ja. Muss man nur noch durchhalten und gewinnen? Oh Gott. Jetzt habe ich gerade Kacke gemacht, ey. So war das nicht geplant, aber okay. Unser Mitspieler war so frei und hat das noch die Situation gerettet. Ah, nee, nie getroffen. Jetzt wollte ich den eigentlich wegbomben, aber. Ach, komme ich nicht ran? Komm hier auch nie ran. Das war doof. Aber so könnte unsere traurige Pinguella noch mal sehen. Der gefällt das nämlich auch nie, wenn wir verlieren. Was machen die denn? Oh, ich dachte, wenigstens einer von denen trifft. Aber ich habe ja Uni getroffen. Oh Gott, wo fahre ich denn lang hier? Und wo fährt er? Oh Gott, Angst.
Ah. Wander. So, die Frage ist, wer hat den da hingekickt? War ich das oder? Hui. Das habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich hätte ihn ja eh nicht gekriegt. So. Kommen sie alle angeflogen. Och nee. Ah, oh, meine Mitspieler werden mich gerade hassen. Aber es ist in Ordnung. Muss ja nicht immer alles perfekt laufen. Ja, da war der Boost nicht ausreichend. Boah, hat man ja fast mal berührt hier. War doch leider nur fast. Oh nee. Kam ich aber auch nicht mehr ran. Ah. Müssen wir noch irgendwie retten. Das wäre ja episch. Ja, der Mitspieler hat geschrieben, lucky. Es war auch tatsächlich wirklich eine lucky Situation, aber ich meine, man kann denen das ruhig gönnen, wenn sie das schon gemacht haben. Oh Gott. Gott, 4 zu 2. Wir müssen noch zwei Tore einholen. Jetzt seht ihr gerade mal mehr die traurige Pinguella als die fröhliche. Finde ich jetzt uncool. Aber ist halt so. Och Mann. So. Geile Sache. 4 zu 3, noch 25 Sekunden. Und der Countdown läuft. Bah! So aufregend. Und ich stehe im Tor, das heißt, wir haben verloren. Nein. Ah, oh, shit. Nie berührt. So, den haben wir erstmal abgeblockt, aber. Da noch was. Oh nein! Oh! Komm, das war ein richtig gutes Spiel. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, für mich wäre es jetzt tatsächlich ganz wichtig, wenn ihr mir schreiben würdet in den Kommentaren, wie ihr das findet mit Pinguella. Das ist nämlich gerade mal wirklich für mich so ein kleines Testspiel gewesen. Sagt mir, ob ihr es kacke findet, sagt mir, ob ihr es toll findet. Oder sagt mir, ob ich vielleicht an der Fall was verändern soll. Ich würde mich drüber über jedes Kommentar freuen, über jedes Abo und Like für das Video. Also lasst es erstmal krachen und dann hören wir uns auch beim nächsten Mal schon wieder. Also, ciao!